So, Hallöchen, YouTube. Willkommen zurück in Joachimsthal. Wo wir hier oben auf jeden Fall etwas bauen wollten. Und ich brauche tatsächlich mal so ein bisschen die Übersicht über die... Eigentlich ein bisschen die Übersicht über die Contour Lines. Die haben wir hier oben geplättet. Nur hier die Straße ist so ein bisschen wölbelig. Das ist eigentlich nicht so geil. Warum ist die so gewölbt? Ja, wahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus, weil wir hier boah, das sieht ja jetzt richtig kacke aus. So, dann gucken wir mal, ob wir es nicht ein bisschen besser hinkriegen. So, na geht doch. So ein bisschen rumgezogen. Wahrscheinlich, weil wir da auf dem Baum gebaut haben. Deswegen ist diese Control Line so ein bisschen rumgezogen. So, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, tatsächlich etwas krassere Industrie zu bauen. Und dafür gucken wir uns mal eben ganz kurz die Windrichtung an. Die passt weg von unserer Stadt. Ich würde hier ganz gerne Kohle abbauen. Also in der Tat ein riesiges Kohlebergbaugebiet anlegen. Das hier einmal quasi entlang ziehen. Das wird jetzt ein bisschen anstrengend werden. Es tut mir auch fast ein bisschen leid, dass ihr euch das komplett mit reinziehen müsst, aber mitgehangen, mitgefangen, YouTube. Mitgehangen, mitgefangen. Und jetzt ist es gar nicht so schlimm gewesen, dass ich teilweise die Straße dann noch einmal neu gemacht habe. Weil das schon jetzt hilfreich ist, dass ich sie ein bisschen glatter gemacht habe. Also, wir werden hier aller Voraussicht nach nicht ganz immer an der Straße dran sein. Dafür müsste ich das wirklich sehr klein-klein bauen. Ich mache das jetzt hier schon sehr klein-klein. Aber wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Wobei das Tool hier schon sehr gute Arbeit leistet. Also in allerseltensten Fällen haben wir hier irgendwelche Probleme. So, und wir haben jetzt hier oben in dem Bereich unser Kohlebergwerk. Grind the Rock. Ja, guck da mal. Da ist was los. Theoretisch können wir dann hier unten auch wahrscheinlich werden wir die Autobahn ein bisschen oder diese Straße hier ein bisschen verlagern. Ein bisschen reinziehen mehr, um hier dann noch Platz für einen Güterbahnhof zu schaffen, um hier einfach auch Möglichkeit zu bieten, zu extrahieren. Beziehungsweise vielleicht machen wir das sogar hier hinten. Wobei ich Angst habe, dass das hier verstopft. Dafür müssen wir den Zug freischalten. Das haben wir. Straßenbahn, Wasser, Luft. Wasser können wir hier auch irgendwann demnächst freischalten für den Verkehr. Aber ich glaube, hier kriegen wir erstmal alles ganz gut hin. So. Das ist hier, wie gesagt, dann der Berg. Die Contour Lines erkennen wir hier. Wir haben hier sehr bergiges Gebiet. Hier hinten haben wir sehr bergiges Gebiet. Hier ist sehr viel Forstwirtschaft möglich. Hier hinten zum Beispiel haben wir ein relativ großes Forstwirtschaftsgebiet. Macht es vielleicht dann hinterher doch Sinn, hier den Güterbahnhof zu bauen.
denke, das dürfte gar nicht so dumm sein. Wir haben halt hier noch sehr viel Gebiet, was wir dann aber platt machen müssten. Also so ein bisschen anpassen müssten. Hier ist auch schon sehr viel, was quasi angepasst werden könnte. Wir haben hier sehr viel, was wir anpassen müssten. Machen jetzt hier nochmal ein bisschen fein, fein. Und dass wir jetzt hier irgendwie zu krass werden. Ich will hier nur schon mal so ein bisschen vorsorgen, dass wir an der Stelle auch nochmal weitermachen könnten. So ein bisschen Wassergebiete gewesen. Können natürlich auch den Sumpf hier noch ein bisschen, oder das noch ein bisschen weiterziehen. Aber ich glaube, das machen wir jetzt erstmal nicht. So, was ist hier los? Hier werden Gebäude verlassen. Mangel an Unterhaltung und unzuverlässiges Internet. Jetzt kommt ihr mir mit solchen Kamellen hier. Unzuverlässiges Internet. Ja, dann zeig mal. Wir werden das unzuverlässige Internet an Straßen bauen, die ein bisschen größer sind. Das macht nämlich auch Lärm. Dann kommt hier eins hin. Hier oben eins hin. Und die Industrie soll sich mal hier nicht anstellen. Ja, wir müssen ein bisschen reingehen. Und hier eins hin. Und hier oben eins hin. Dann haben wir zumindest erstmal verbesserte Möglichkeiten. So ein Mangel an Unterhaltung da oben. Jetzt mal ernsthaft. Warum ist das da so eine schlechte Freizeitabdeckung? Setzen wir halt hier nochmal einen Hundepark hin. Hier können wir auch nochmal eine Feuerstelle. Nee. So einen kleinen Spielplatz. Ja, es passt hier aber nirgendwo hin, so richtig. So eine Lücke wäre ganz geil. Hier würde das hinpassen. Hilft mir nur nicht für den Teil hier drüben. Jetzt hier nochmal einen Park ansetze. Hatte ich eigentlich schon ein Parkpflegedepot? Nee, ne? Das kommt jetzt hier hin. Dann lasst uns hier oben nochmal so einen kleinen Platz dann auch bauen. Dann haben die Leute zumindest erstmal ein bisschen Unterhaltung. Wir werden uns ja sowieso eher noch ein bisschen in die Richtung hier ausbauen. Was sollten wir jetzt tun? Ach komm, ist gerade. So. Wir machen das hier ein bisschen in Anführungszeichen geordneter. Hier auch Erhöhungen drin? Das ist ja fast unmöglich. Wie kann denn das sein? So, da ziehen wir einmal durch. Ich hätte gesagt, hier ziehen wir dann einmal durch. Zwölf. Wer ist es? Ja, wird schon stimmen. So, dann ziehen wir hier durch.
Flop. Ziehen hier einmal rüber. Hallo, hallo, hallo. Kontorline. Ne, hier. Einrasten, jawohl. Super. Das lassen wir mal ein bisschen offen. Jetzt ziehen wir runter. Irgendwas hat hier... Ja gut, die Abstände hier zu der Straße werden mitunter da ein bisschen die Suppe versalzen. Wir werden dann anfangen, hier reinzuziehen. Und hier eine Verbindung zu schaffen. Das sieht jetzt im ersten Moment komisch aus, ist es auch. Ich verstehe das gar nicht. Hier waren das doch keine. Hier, das ist mit den Bäumen, ist das hier echt ätzend. Geht es hier tatsächlich nur um diese Bäume, die hier tatsächlich einfach extrem dann auch im Weg stehen. Das ist echt übel, dass die hier auf die Bäume draufgesetzt werden. Das ist aber auch erst irgendwie gefühlt, seitdem ich eine Motte habe, so. Schon extrem belastend. So, wir haben jetzt hier, machen wir hier auch noch eine Durchgängigkeit rein. So. Und hier sollten wir dann die Durchgängigkeit auch durchziehen. So, und jetzt haben wir von hier aus gesehen 112. 112. Ja, hier könnten wir dann auch durchziehen. Das macht ja jetzt auch nichts mehr hier. 112. 112. 112. 112. 112. So, und hier machen wir dann den Trick. Den Tricky Trick. Wir machen hier die Enden rein. Hier oben haben wir erstmal nichts. Hier haben wir eine größere Fläche, nichts. Lasst uns das ruhig mal zwischendurch so beibehalten. Wir werden immer mal wieder größere Bauplätze haben, wo wir auch ein bisschen was reinsetzen sollten. So, wir haben eine erhöhte Nachfrage nach Reihenhäusern. Diese Nachfrage sollten wir natürlich auch ein bisschen befriedigen. Wir haben ja hier schon ganz viel auch mal rausgehauen und gelöscht. Wir werden jetzt hier einfach noch weitere hinzufügen. Wir haben Parkplätze, die wir nutzen sollten, zwischendurch reinbringen sollten. Vor allem hier so einen großen Parkplatz mal zwischendurch reinbringen. Das hilft hier den Anwohnern, auch hier sich zurechtzufinden. So, hier werden wir tatsächlich, zack, immer so kleinere Häuser reinsetzen. So, wir haben Büros, die gesetzt werden müssen. Dafür könnten wir natürlich auch so ein Büropark nehmen. Wir könnten die auch in der Nähe der Straßen hier bauen. Wie wir sehen, haben wir hier sowieso leichte Probleme auf den Straßen, vor allen Dingen hier, die sich in alle Richtungen verteilen. Das müssen wir natürlich auch begutachten. Hier wird es irgendwie ganz verzwickt. Hier könnte man mit einem Kreisverkehr ganz gut arbeiten. Ich glaube, hier macht ein großer Kreisverkehr groß Sinn, ey. Ein größerer Kreisverkehr könnte hier helfen. Wir werden das einfach mal durchtesten. Kann sein, dass es hinterher uns überhaupt gar nichts bringt, aber vielleicht auch gar nicht so toll ist, wie wir uns das am Anfang gedacht haben. Gucken mal eben kurz die Abdeckung uns an. Das passt auch noch, auch wenn ich damit nicht sehr zufrieden bin. Das passt auch noch. Ich bin halt nicht damit zufrieden, dass wir eigentlich auch schon so ein durchschnittliche Rettungsdienstabdeckungen haben, die eher so ein bisschen gelblicher auch schon wirkt. Insofern können wir hier
nochmal eine weitere Feuer- und Rettungswache bauen, denn das wird uns hinterher mit Sicherheit gut tun. So, wir haben noch keine Sekundarschule gebaut. Die wollten wir eigentlich mal hier hinsetzen. So, dass wir hier so ein kleines Schuldistrikt haben. Haben jetzt natürlich hier keine Möglichkeit, irgendwie das Stadion dann zu setzen. Ich hoffe, mit dem Patch, mit dem Economy Patch, können wir vielleicht diese Fläche hier wegmachen und können den dann hier dran setzen. Können dann die Straße ziehen. Ich hoffe, der kommt morgen raus. Ich muss dann mal gucken, wie der sich überhaupt auswirkt auf meinen Spielstand. Es könnte sein, dass das dann ganz crazy wird. Wir werden hier draußen jetzt mal. Verstehe nicht, warum da so zwischendurch so eine Rubbel drin sind. Wer hat sich das ausgedacht? Wenn wir hier zwischendurch mal so ein paar kleine Akzente setzen. So. Könnten dann auch hier tatsächlich auch Parks bauen. Das finde ich hier schräg. So, mal kurz speichern. Ich will mal Move It ausprobieren. So. Mal ganz ehrlich, was soll denn das so, so weit weg von allem? So, hier ist ein kleiner Park. Läuft. Es funktioniert. Hier könnte man noch Wege setzen, die hier so ein bisschen mit anschließen. Dafür könnte man theoretisch hier. Key setzen und könnte sagen, so hier zieht sich der Weg zum Beispiel weiter. Zieht sich hier einmal komplett durch. Könnte aber auch hier einfach weitergehen, beziehungsweise könnte man auch sagen, geht hier an der Ecke weiter. Hier einmal rum. Hier an der Ecke einmal rum. Hier rüber. Aber sonst auch vielleicht einfach hier rüber. Dann können wir ein paar Bäume reinsetzen. Anarchie kann erstmal wieder aus. Das brauchen wir an der Stelle nicht. Ein paar gesunde Bäume hier reinsetzen. Ein bisschen jünger, ein bisschen kleiner. Pinselstärke mal ein bisschen runtersetzen. Dafür aber schon großflächig Gas geben. So, hier zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hier so entlang. Hier hinter und hier hoch. Einfach so ein bisschen gesetzt. Schon haben wir hier den Park auch ein bisschen weitergebaut und haben hier ein bisschen Freundlichkeit reingebracht in diese etwas trostlose Gegend. Wir können natürlich dann hier zwischendrin auch nochmal Bank. Im Moment Bench würde ich dann sagen, ne? Bench. Nochmal Campingbank, Gartenbank, Sportbank, Tennisbank. Ne, 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 wir wollen ja schon so eine Gartenbankgedönse bauen. Warte mal, immer hier kurz wegmachen. Hoppa. Bench, genau, dann so eine Gartenbank zufällig. Ja, warte mal, der ist auf den letzten Stand stehen geblieben, so. Campingbank können wir hier hinsetzen, können sagen, hier können die Leute sich zwischendurch auch mal setzen.
So, das sieht aber so ganz gut aus. So, löschen. So. Und wenn uns dann sonst noch was einfällt, können wir natürlich doch immer noch was hinsetzen. Mit Anarchie können wir auch ganz viele andere Sachen noch mitsetzen. Das soll uns jetzt aber erstmal noch nicht aufhalten. So, hier drüben haben wir, wie gesagt, sehr viel Büsche. Hier haben wir... Das wollte ich nochmal offstream machen. Das bin ich aber noch nicht zugekommen. Wollte ich eigentlich mal die ganzen Bäume hier entfernen. Aber nur keinen Bock, hier die ganze Zeit rumzupinseln. Es müsste eigentlich auch einfacher gehen mit einer Mod. Aber vielleicht war es auch Tree Controller. Muss ich das vielleicht nochmal benutzen. Und die ein bisschen wegmachen. Müssen wir mal schauen. So, hier haben wir jetzt eine Lücke drin. Die würde ich dann ganz gerne füllen. Mit den Häusern. Das sorgt jetzt erstmal für, oh mein Gott, Stimmung. So, hier bauen wir auch mal eben voll. Jetzt ziehe ich auch mal eben durch und werde dann aber jetzt eben ganz kurz so einzelne Akzente setzen. So, und darum wird sich das dann bauen. So, fertig. Warum hat sich da jetzt nichts gebaut? Warum? Hallo? Okay, da setzt sich gerade noch nichts hin. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich könnte auch hier ebenso gut einen kleinen Spielplatz bauen. Könnte man natürlich sagen, hey, wäre das nicht cool, wenn hier irgendwie so ein Weg rumführen würde. Das sieht jetzt irgendwie ein bisschen gezwungen hier aus, aber was soll's, hier werden wir dann mal einen Park bauen, so einen kleinen Mini-Park. So, sonst geht's aber hier eigentlich gerade vom Aussehen her. Wir können jetzt hier noch einmal kurz durchziehen. Und hier auch. Wir werden nur hier oben und hier an der Stelle mal was bauen. Hier oben werden wir zwischendrin auch einfach mal... Hier wollten wir dann auch was schaffen, ne? Hier können wir mal Büros schaffen. Unsere Büronachfrage ist nämlich schon ziemlich in die Luft gegangen. So, wir müssen auch mal gucken, wo sich hier Staus bilden. Da vorne bilden sich auf jeden Fall Probleme, wenn... wobei hier werden die Probleme gar nicht so groß sein, vermute ich fast. Das sieht hier ganz gut aus von der Verkehrsführung. Die fahren hier durch. Fahren dann immer jeweils hier rein. Kommen hier durch. Ja, das hier wird mich aufregen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Dass wenn ich jetzt hier durchziehe zu meinem Baugebiet, dann wird mich das fertig machen. Überall da, wo ich quasi Verbindungen schaffen möchte, weil die Verbindung ist schon ein bisschen doof. Das finde ich halt mega doof. So, wie sieht das denn aus? Nee, ich glaube, das mache ich anders. So, so ist besser.
So, das Problem, was ich jetzt hier haben werde, ist immer dieser Verkehr. Vor allem da, wo es vier aufeinandertreffen, wird das haarig. Ich versuche es mal mit Kreisverkehren hier zu lösen. Das ist nicht das Allheilmittel, aber immerhin können wir es damit mal versuchen, unter Kontrolle zu kriegen. So, hier ist was passiert. Ein Unfall, okay. Da ist ein Auto, Kleinwagen im Haus gelandet. Schade. So, hier wohnen 30 Leute drin. 24. 18. Hier sind es ein bisschen weniger. 29 von 36. Okay. Hier wird es dann wahrscheinlich auch bald haariger mit Parken. Also wir müssen halt gucken, dass wir auch Anbindungen schaffen und vielleicht auch langsam haben wir sicher mal mit einem Busunternehmen starten, wo wir sagen, wir bringen Leute aus den dichteren Gebieten auch in Richtung 154 Angestellte, ne? Also hier wollen die Leute auch hinfahren. Dass wir die Leute versuchen, so ein bisschen hierher zu kriegen. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ja, auch diese eine Zufahrt, die macht mich noch nicht glücklich. Ich bin mir auch nicht so sicher, wo ich wirklich halten will. Also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich einmal eine Buslinie, also wahrscheinlich auch mit Bussen baue, dass die so von hier zum Industriegebiet fahren und wieder zurück. Also wahrscheinlich eine Buslinie, die hinführt. Eine Buslinie, die wieder zurückführt. Ein paar Stops einbauen. Wahrscheinlich, ich hätte jetzt gesagt, hier hin. Hier rein. Hier rein. Und eben hier wieder zurück. Das macht für die jetzt hier nicht besonders attraktiv, aber auch das wird gehen. Könnten wir zum Beispiel nochmal wieder Büros bauen. Wir haben auch immer noch eine starke Nachfrage nach Industrie, was mich jetzt auch ehrlicherweise nicht verwundert. Wobei wir ja einen sehr großen Arbeitgeber hier haben mit Grind the Rock, die ja auch gerade noch wachsen. Die sind gerade schon wieder gewachsen. Die kriegen jetzt schon 157 Angestellte. Vielleicht hatten sie die auch eben schon. Da brennt der Baum. Also auch ein bisschen aufpassen mit unseren Bäumen, wenn wir da was bauen. Hier will ich noch irgendwas schaffen. Da weiß ich aber noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Vielleicht ein paar Parks aneinander setzen. Vielleicht macht es auch Sinn, hier mal in Parks zu investieren. Und nochmal in Richtung College auch zu gehen. Wir werden irgendwann hier in einem größeren Bereich auch das College mit abdecken. Es macht Sinn, wahrscheinlich hier zurückzugehen und hier an der Schule noch zu halten. Vielleicht die ersten Stops hier zu setzen. Ersten Stops hier zu setzen. Hier rumzugehen, also hier durch die Nebenstraßen, sage ich mal. Dann auf eine größere Straße zu wechseln. Um dann hier Stops zu machen. Hier ein. Vielleicht hier nochmal ein. Hier ein. Und dann wirklich auch wieder, also meinetwegen sogar hier oben ein. Und dann vielleicht auch den Weg hier rumzufahren und zu sagen, ich fahre jetzt hier wieder zurück. Fahre jetzt hier rein, fahre jetzt hier an die Schule ran, setze hier einen Stop und dann komme ich hier oben wieder an. Dort wird es wahrscheinlich sein. Bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Können wir aber schon mal vorbereiten. Wenn ich ein Busdepot baue, mache ich das am besten an einer der größeren Straßen. Dann mache ich das am besten. Mache ich das hier. Und dann haben wir schon mal dafür gesorgt, dass wir an der Stelle vorbereitet sind für die nächste Folge, wenn wir dann unsere erste Busroute bauen. Ich glaube, wir sind ganz gut vorangekommen. Zumindest haben wir noch ein paar Stadtteile wieder entwickelt, ein bisschen was umgebaut.
Eigentlich haben wir nicht so viel getan, ne? Wenn man so rückblickend drauf guckt. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn ihr irgendwie Tipps habt, wenn ihr irgendwie sagt, hey Kai, mach das doch ein bisschen anders, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich versuche dann eure Wünsche weitestgehend zu berücksichtigen, so gut wie es ihnen geht. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.